Was geht, Cory hier. Willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir einfach die Bibel lesen und ich euch zeige, wie man einfach die Bibel liest. Und ihr wisst ja, ich nehme diese Videos immer am Stück auf, also jedes Kapitel am Stück. Das hilft mir, die Videos ein bisschen zu verteilen, damit ihr auch wirklich jede Woche ein Video kommt. Und wir haben bis jetzt, letzte Woche, also gerade eben, aber letzte Woche, Markus 7, Vers 1 bis 23 gelesen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut doch erstmal das Video an, bevor ihr dieses Video schaut. Aber falls ihr Ahnung von allem habt, dann können wir auch einfach anfangen mit Markus Kapitel 7, Vers 24. Und da heißt es: Danach verließ Jesus Galiläa und ging nach Norden in das Gebiet von Tyrus. Er versuchte zu verbergen, dass er sich dort aufhielt. Aber es gelang ihm nicht. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell. Sofort kam eine Frau zu ihm, deren kleine Tochter von einem bösen Geist besessen war. Sie hatte von Jesus gehört. Und nun kam sie, warf sich ihm zu Füßen und bat ihn inständig, ihr Kind von den Dämonen zu befreien. Da sie eine Griechin war, die aus Syrophönizien stammte, Junge, sagte Jesus zu ihr: Ich muss zuerst meine eigene Familie den Juden helfen. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte: Das ist wahr, Herr. Aber selbst den Hunden unter dem Tisch gibt man die Krümel von den Tellern der Kinder. Damit hast du recht, sagte er. Nun geh nach Hause, der böse Geist ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als die Frau nach Hause kam, lag ihre kleine Tochter ruhig im Bett und der Dämon war fort. Was für eine crazy Aussage von Jesus. So viel zu Jesus sagt nur liebe Sachen. Jesus ist der Happy Clappy Jesus und er hat noch nie etwas Böses gesagt oder etwas gegen den, was ich hören möchte. Aber was passiert hier? Jesus zieht sich wieder ein bisschen zurück oder versucht es, aber natürlich, egal wo er hinkommt, alle sind um ihn herum. Denn natürlich, wenn du hörst, dass jemand heilt und crazy Sachen, Wunder tut und sowas, dann möchtest du natürlich auch hin und erstens schauen, stimmt das? Und zweitens, wenn du wirklich irgendwie krank bist oder irgendwie sowas, dann möchtest du natürlich auch geheilt werden und dann gehst du dahin und nimmst alles in Kauf, um dorthin zu reisen. Und da kommt eine Frau und sie sagt: Hey, mein Kind hat einen bösen Geist. Also ist von Dämonen besessen, wie auch immer das aussieht. Und sie geht zu Jesus und fragt sie, ob er sie heilen kann. Wieso sagt Jesus zu dieser Frau, dass sie ein Hund ist? Und wieso akzeptiert sie das? Eine Sache, die wir wissen müssen und wieso es meistens auch wichtig ist, das Alte Testament zu lesen, ist, dass Gott die Juden, die Israeliten, auserwählt hat. Zuerst waren die Juden dran. Alles, was nicht Juden sind, sind Heiden. Und alles, was nicht Juden waren zum größten Teil natürlich dann auch gegen Gott. Sie wollten mit Gott nichts zu tun haben. Es gab sicherlich ein paar Menschen, die trotzdem Gott gefunden haben, weil Gott ja auch sagt, so hey, wenn du rausschaust in die Welt, dann wirst du mich schon erkennen. Also sicherlich haben viele Menschen Gott erkannt, ohne dass sie Juden waren. Aber die Story der Bibel ist, zuerst die Juden, zuerst das Volk Israel wurde ausgewählt und dann alle anderen. Aber wir sind an einem Punkt in der Geschichte, wo Jesus gerade gekommen ist. Und er ist gekommen für die Juden. Und das dürfen wir nicht vergessen. Er ist gekommen für die Juden zuerst. Und wenn jetzt jemand kommt, der kein Jude ist und sagt, hey, ich möchte auch das, was Jesus empfängt, was Jesus gebracht hat, dann ist rein theoretisch noch nicht die Zeit an der Reihe. Es ist noch nicht die Zeit dafür. Und Jesus sagt,
ich muss zuerst meiner eigenen Familie, den Juden, helfen. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen. Also Kindern ist gleich Juden, Volk Israel. Es den Hunden vorzuwerfen. Hunden ist dann die Heiden, alle anderen. Und sie erwiderte, es ist wahr und es ist einfach schon stark von ihrer Seite. So, wir würden sofort beleidigt sein. Wir sind sofort beleidigt und das ist die Welt. Die Welt ist beleidigt, weil das ist für sie ungerecht. Warum die und wir nicht? Obwohl jeder die Chance hat, aber wie auch immer. Und sie sagt, ja, du hast recht. Gott, Jesus, du hast recht. Zuerst die Juden. Aber wenn wir dasselbe Bild nehmen von Kindern am Esstisch, dann gibt man doch auch den Hunden, die unter dem Tisch sind, ab und zu mal so eine Kleinigkeit. Und Jesus sagt, du hast recht. Du hast recht. Nicht, weil er Unrecht hat, sondern einfach nur, weil er in dieser Situation wieder sie getestet hat, ihren Glauben getestet hat. Und für sie selber ist es natürlich auch ein starker Punkt, weil es zeigt einfach nur, was für ein Glauben sie hat. Und in diesem Fall sagt er, okay, du hast recht, geh nach Hause, dein Kind ist geheilt. Der böse Geist ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie nach Hause gegangen ist, war es natürlich so, wie er gesagt hat. Und hier sehen wir einfach, dass selbst die Krümel, die Jesus verteilt, selbst das Kleinste, was Jesus verteilt, ist immer noch das Beste, was uns auf dieser Erde passieren könnte. Die Heilung ihres Kindes, was für sie vielleicht das Größte auf der ganzen Welt ist, ist für Jesus nur ein Krümel. Nur ein Krümel, der den Hunden zum Fraß gegeben wird. Da können wir ja schon mal sehen, was Israel zuerst angeboten wurde, weil Israel hat es nämlich abgelehnt. Das Essen sozusagen hat Israel abgelehnt. Und erst danach konnten alle anderen, die Hunde, konnten dann an den Tisch kommen, wo es dann nicht mehr nur noch die Hunde sind, sondern sie wurden zu den Kindern. Das ist natürlich wieder ein bisschen tiefer und ein bisschen später kommt das alles in der Bibel vor. Aber so ist das Bild des Neuen Testaments. Zuerst waren die Kinder Israel, aber sie wollten gar nicht. Natürlich nicht alle, aber sie wollten gar nicht. Sind gegangen und dann diese Hunde, die da unten waren, sind an den Tisch gekommen. Aber sie waren nicht mehr Hunde, sondern sie waren die wirklichen Kinder. Und das ist ja das, was wir auch sind. Wir sind die wirklichen Kinder Gottes. Die wirklichen Kinder an diesem Tisch. Und wir bekommen das, was den Israeliten zuerst angeboten wurde, bekommen wir jetzt auch. Und es ist viel mehr als nur dieser eine Krümel. Und dieser eine Krümel ist schon so unglaublich viel. Okay, bevor wir diesen Part jetzt zu lange strecken, lesen wir noch den letzten Teil für heute. Und da heißt es in Vers 31. Jesus verließ Tyrus und ging nach Sidon. Dann kehrte er zurück an den See von Galiläa und in das Gebiet der 10 Städte. Ein Mann, der taub war und kaum sprechen konnte, wurde zu ihm gebracht. Die Leute baten Jesus, dem Mann die Hände aufzulegen und ihn zu heilen. Jesus führte ihn an einen ruhigen Ort, fort von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, dann benetzte er die Fingerspitzen mit seinem Speichel und berührte damit die Zunge des Mannes. Schließlich blickte er zum Himmel auf, seufzte und befahl, öffne dich. Und im selben Augenblick konnte der Mann hören und normal sprechen. Jesus ermahnte die Menge, niemanden davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto rascher verbreiteten sie die Nachricht, weil sie vor Staunen völlig außer sich waren. Wieder und wieder sagten sie, es ist alles wunderbar, was er tut.
er heilt sogar die Tauben und Stummen. Und die Taubstummen. Und hier sehen wir nochmal ein Wunder, das Jesus tut. Aber auch eine sehr, sehr seltsame Art und Weise, wie er es tut. Und wir sehen einfach, dass... Und ich kann leider nicht wirklich sagen, wieso er gerade diese Art und Weise, weil andere Art, also bei anderen Heilungen, sagt er einfach, ja, es ist geschehen. Oder die verfassen seinen Gewand an. Und hier muss er erst noch in sein Ohr fassen und dann Speichel auf seinen Finger und dann auf die Zunge legen. Und alles das, also das Einzige, was mir einfällt, wieso er so verrückte Sachen machen würde, ist, weil Menschen davon erzählen würden. Und weil diese Details in den Köpfen bleiben wird. Und ich glaube auch manchmal, also oft hat Jesus natürlich gesagt, hey, ihr sollt es noch nicht sagen, weil seine Zeit noch nicht an der Reihe war, dass alles hören und dass er sterben wird, wie wir später lesen werden. Sondern ich glaube auch, dass er jetzt genau aus diesem Grund gesagt hat, hey, ihr sollt es nicht sagen, weil er weiß, wie die Menschen und wie Kinder auch oft sind. Wenn etwas verboten wird, dann möchte man es umso mehr. Und hier hört sich das so auch an in 36. Da heißt es, doch je mehr er es ihnen verbot, desto rascher verbreiteten sie die Nachricht. Und ich glaube, das war auch Jesus Intention, dass die Message verbreitet wird. Weil jetzt kommen wir immer näher zu dem Punkt, wieso Jesus eigentlich gekommen ist. Aber ja, wir sehen, Jesus tut manchmal Sachen, die wir nicht so ganz verstehen. Jesus tut manche Sachen, die so ganz hart sind. Aber es ist etwas Gutes, was Jesus macht. Und falls ihr noch Fragen oder Antworten oder sonstige Sachen habt, die ich ausgelassen habe, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu teilen, dass dieser Channel einfach wächst und dass das Wort einfach nach draußen kommt und nicht nur in einer kleinen Runde bleibt. Aber wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar. Was geht? Hier könnt ihr klicken, da ist die Playlist von allen Markus Bibelstunden, die ich gehalten habe. Und hier ist auch ein Video. Ich habe keine Ahnung, was ich dahin mache. Klickt es, ihr werdet euch freuen, dieses Video zu schauen.